Hab Reggie gesagt, er soll Charlie nicht die Verantwortung für das Heroin überlassen. Aber er hat auch bestanden. Wäre Charlies Vater schuld? Ach du Scheiße! Ich geh die Zähne raus! Die Affen gehört vom Antlitz der Erde getilgt! Der Hurensohn macht uns fertig! Wir brauchen Hilfe! Jetzt kann ich dich endlich verdreschen! Ich... Der Wichser will mich umbringen! Noch eine Leiche! Hört diesen Drecksack! Ich such den gerade hinter mir, Leute! Hast du mich vermisst? Verdammt nochmal ab! Gleich wirst du nach Mama schreien! Oh. Hier ist den Kerl, den ich die Sack kriege. Hier versteckst du dich nicht, Kleiner. Er wird kaum was mitkriegen. Ich bin verflucht und mal fertig. Ich sitze hier fest. Von hier versteckst du dich nicht, Kleiner. Motherfucker vom Hals. Er hat schon wieder einen erwischt. Schafft uns diesen. Ich bin hier fest. Können wir nicht noch mehr Männer verlieren? Ich hab ein paar Bleizettchen dabei. Das Arschloch ist hier. Du hättest dich verpissen sollen, als du noch konntest. Ich bring weiter. Oh, das Schwein hat einen Glückstreffer gelandet. Ich bin dieser. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Bitte, fürs Protokoll. Donovan. John. Mr. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los.
Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben.